Wir sind 50 Jahre alt und älter. Wir haben 20, 25 Jahre nichts gemacht und jetzt zählt es. Ihr seid eingestiegen in Fitness-Lifestyle, ihr fangt an, Fitnesssport zu machen, Kraftsport, Ausdauersport. Ihr habt eure Ernährung umgestellt. Warum? Ihr habt ein schlechtes Gewissen. Weil ihr ganzes Leben lang habt ihr natürlich euren Körper missbraucht. Ihr habt wahnsinnig viel gearbeitet, aber nichts, nichts in eure gesunde Zukunft investiert. Und jetzt heißt es Feuer frei. Andreas, die Leute kommen zu mir und sagen, Andreas, gib mir einen harten Plan. 5, 6 Tage, von mir aus auch 2 Stunden. Gnadenlosen harten Ernährungsplan. Ich ziehe das gnadenlos durch. Wenn der Kopf mehr will, als der Körper kann, das ist immer verdammt gefährlich. Warum? Solche Menschen, die so agieren, die sind verdammt ehrgeizig, verdammt zielstrebig, die haben in ihrem Beruf natürlich auch schon wahnsinnig Erfolg gehabt, klar. Deswegen haben sie auch keine Zeit, sich um ihren Körper zu kümmern. Und dann kommt der Punkt, wo sie sagen, stopp, jetzt reicht's, jetzt möchte ich mal wieder was für mich tun, es wird Zeit, so die ersten Wehwehchen kommen, Cholesterinwert zu hoch, Blutdruck zu hoch, Herzfrequenz zu hoch, so die ersten rote Karte kommen, dann heißt, okay, alles radikal ändern. Das ist ganz gefährlich. Warum? Ganz einfach. Diese Leute, die so agieren, die landen meistens ganz schnell in der sogenannten Demotivation. Die sind demotiviert. Warum? Weil die Ziele, die sie sich gesteckt haben, nicht in dieser kurzen Zeit realisierbar sind. Egal, wie viele Trainingseinheiten ihr absolvieren wollt. Dazu kommt, dass man über 50. Lebensjahr bei weitem nicht mehr so belastbar ist wie als 25-Jähriger. Ich weiß, das wollen wir über 50-Jährige überhaupt nicht hören, aber es ist tatsächlich so. Wir brauchen längere Regenerationszeiten. Wir müssen ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Wir brauchen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Schlaf. Wir müssen auch einen höheren Aufwand betreiben, um das gleiche Ziel zu erreichen. Und hier heißt es, aufpassen, kommt meine rote Karte, wie immer. Aufpassen, jetzt wird es interessant. Wir wollen unser Ziel, nein, wir wollen es nicht in 6, 8 oder 10 Wochen erreichen, sondern wir planen langfristig. Langfristig wird geplant, so wie ihr es bei euren normalen geschäftlichen Projekten auch macht. Ihr seid ja geschäftlich erfolgreich, deswegen hattet ihr ja keine Zeit, sich um euren Körper zu kümmern. Und jetzt heißt es genauso klug planen wie bei Geschäftsmodellen. Langfristige Investition ist hier das klare und beste Stichwort. Übertreibt es nicht, dosiert es. Dreimal die Woche zum Einstieg in Kraft ist völlig ausreichend. Eine Stunde ist völlig ausreichend. Und dazu ab in die Küche. 3 Mahlzeiten, sauber, ausgewogen, gesund, natürlich pro Tag. Und dann werdet ihr Step by Step näher kommen ans Ziel. Wer 5, 6 Mal in der Woche ins Fitnessstudio geht, der hat natürlich am Anfang vielleicht sogar einen relativ schnellen Erfolg, aber der schnelle Erfolg, der kann sich ganz schnell rächen, weil irgendwann kommt der Punkt, ihr seid leer, ihr seid ausgelaugt und dann bleibt die Motivation auf der Strecke. Wichtig ist, wenn man schon so lange keinen Sport mehr betrieben hat, wenn man schon so lange nicht mehr sich mit seinem Körper beschäftigt hat, man gebt euch doch ein bisschen Zeit zum Eingewöhnen. Das können 6, 8, 10, 12 Wochen sein. In dem Einstieg macht ihr das Step by Step. Ihr geht Step by Step näher an euer Ziel. Ihr geht Step by Step weiter in der Intensität, was die Belastung anbetrifft, nach oben. Ihr steigert euch langsam, ist ganz wichtig. Nicht stark anfangen und dann sofort nachlassen und schwächeln, sondern langsam anfangen und immer stetig ein Stückchen steigern. Hört auf euer Biofeedback. Plant euer Training autoregulativ. Autoregulativ heißt, höre auf mein Biofeedback und stelle fest, fuck, du bist verdammt müde. Die letzten 2, 3 Tage, du hast zu viel getan, also bremse dich aus, mach mal einen Tag, 2 mehr an Pause und danach kannst du auch wieder mit höherer Intensität trainieren. Dazu nicht vergessen, Freunde, den größten Erfolg, wenn es jetzt darum geht, wie bei den meisten auch over 50, männlich wie weiblich, dass ihr Gewicht verlieren wollt. Ihr möchtet Gewicht verlieren, dann müsst ihr euch natürlich auch mit der Küche beschäftigen. Das ist ganz wichtig, weil ihr kennt die berühmte Formel von mir, 21 VS3, ihr habt 21 Mal pro Woche, 7 mal 3, die Möglichkeit, euch gesund und art- und bedarfsgerecht zu ernähren. Ihr habt in der Regel 3 bis maximal 4 mal 1 Stunde Zeit pro Woche, was
versportlich zu tun. Deswegen die beste Baustelle, die größte Baustelle, Baubälle, hoho. Den meisten Erfolg feiert ihr, wenn es um die Gewichtsreduktion geht, tatsächlich in der Küche. Also Freunde, Step by Step, überfordert euch nicht, denn der Kopf ist meistens stärker als der Körper, nur der Körper ist der, wo natürlich letztendlich unterm starken Kopf leiten muss. Unrealistisch gesteckte Ziele machen keinen Spaß, überfordert euch, ihr seid demotiviert, ihr seid leer und müsst womöglich euren Sport wieder aufhören, sein lassen. Und das macht keinen Spaß. Deswegen, Freunde, geht dosiert vor. Step by step. Ran an den Speck. Step by step. Die Leistung erhöhen. Das war's zum Thema, wenn der Kopf mehr kann, als der Körper will. Andreas Riembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness. Dein Einstieg in die Fitness. Meine Aufgabe.